In diesem Video geht es um Mikroplastik und dessen Auswirkungen auf unsere natürlichen Gewässer. Mikroplastik wird vom Umweltbundesamt als feste, wasserunlösliche Kunststoffpartikel, die 5 mm und kleiner sind, definiert. Es gibt verschiedene Kunststoffe, die du gut an der Vorsilbe Poly erkennst. Dir fallen sicher spontan viele Gegenstände ein, die aus Kunststoff hergestellt sind. Durch die Abnutzung von kunststoffhaltigen Materialien oder direkt bei der Produktion entsteht primäres Mikroplastik. Von sekundärem Mikroplastik spricht man, wenn Kunststoffe durch Witterungsverhältnisse spröde werden, brechen und in immer kleinere Partikel zerfallen. Diesen Vorgang nennt man Fragmentierung. Die Partikel werden vom Wind verweht und verteilen sich in der Luft, im Boden und im Wasser. Diesen Prozess wiederum nennt man Integration. Mikroplastik hat bedenkliche Auswirkungen auf die Umwelt, denn wir sehen es nicht und sind uns den Folgen nicht bewusst. Oder wusstest du, dass Zahnpasta und Duschgel Mikroplastik enthalten können? Nach Benutzung wird das Mikroplastik einfach den Abfluss runtergespült und gelangt so in unser Abwasser. Viele Kleidungsstücke bestehen aus sogenannten synthetischen Fasern. Das Problem hierbei ist der beim Waschen entstehende Austrag, bei dem das Mikroplastik aus der Kleidung ausgewaschen wird und in das Abwasser gelangt. Jährlich gelangen dadurch hunderte Tonnen Mikroplastik in deutsche Kläranlagen. Ein Teil des Mikroplastiks wird abgefiltert und landet im sogenannten Klärschlamm. Ein anderer Teil passiert die Filter und gelangt so in naheliegende natürliche Gewässer. Viele Lebensmittel werden aus Getreideprodukten hergestellt. Die Getreidefelder werden jedoch oft mit Klärschlamm gedüngt, der das zurückgehaltene Mikroplastik aus dem Abwasser enthält. Auch der Einsatz von Plastikfolien in der Landwirtschaft sorgt für einen erheblichen Eintrag an Mikroplastik in die Umwelt. Landwirtschaftliche Felder sind demnach oft durch Mikroplastik belastet. Durch Regen gelangt das Mikroplastik schließlich ins Grundwasser. Und was haben Autos mit Mikroplastik zu tun? Die Antwort lautet Reifenabrieb. Dabei handelt es sich um die Abnutzung von Autoreifen auf der Straße, vergleichbar mit dem Abrieb eines Radiergummis. Die dabei entstehenden Partikel zerfallen zu Mikroplastik, gelangen in Luft und Wasser und können so auch das Grundwasser verunreinigen. Schätzungen zufolge macht der Mikroplastikeintrag in die Umwelt durch Straßenabfluss etwa 66% des Gesamteintrags aus. Mit dem Grundwasser gelangt das Mikroplastik schließlich über Flüsse in die Ozeane. Doch welche Auswirkungen hat es dort und wie kannst du uns helfen?